Hallihallo und willkommen aus dem Süden. Willkommen aus München zu unserer Sonderfahrt im Zuge der Bundesversammlung 2022, die am heutigen Tag stattfindet. Es ist früh am Morgen und wir fahren diesen Sonderzug, der dem Zwecke dient, die Delegierten aus Bayern nach Berlin zu bringen. Wir rüsten noch das letzte auf, was es noch aufzurüsten geht. Führerstandsbeleuchtung können wir direkt eigentlich auslassen. Geben uns noch die AFB frei durch die VSOL-Freigabe. Stellen sie mal auf 40. So, wir sollen warten bis 5.41 Uhr. Dann stellen wir uns noch die entsprechenden Ziele ein. Und zwar, unser Zug fährt nämlich bis nach Gesundbrunn. So. Das ist hoffentlich dann übernommen. Dann einmal hier hin. SIFA, PZB und LZB. ETCS ist leider nicht implementiert. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch irgendwann, wenn tatsächlich mit Luzern-Sursee ETCS dann im Spiel drin ist. Vielleicht wird ja irgendwann ja auch ETCS nachgerüstet. Das wäre natürlich ganz cool. So ist die Beleuchtung im Zug an. Jawohl, die Beleuchtung ist an. Dann einmal, zack, die Lounge-Scheiben aktiviert. Ja, hier sitzt jetzt gerade noch keiner. Das liegt daran, dass das die zweite Klasse ist. Die meisten der Delegierten haben in der ersten Klasse Platz genommen. Wir sollen die Türen zumachen. Schließvorgabe eingeleitet. Jawohl. Signale sind aber noch rot. Fragen wir mal beim Fahrdienstleiter. Okay, wir sollen noch warten tatsächlich, obwohl wir abfahren sollten. Mal gucken, wie das wird. Also, genau, zu unserer Fahrt heute. Es ist kurz vor 6 morgens in München. Dieser Zug bringt die Delegierten, unter anderem aber auch die normalen Fahrgäste, von München nach Berlin, denn um 12 Uhr beginnt dort die Bundesversammlung, weil der neue Bundespräsident gewählt wird. Voraussichtlich wird das der gleiche Bundespräsident sein wie bisher, nämlich Frank-Walter Steinmeier. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video draußen ist, wurde er dann auch vermutlich schon gewählt oder ist gerade im Wahlprozess, im Auszählprozess vielleicht. Genau, aber noch ist es hier Sonntag früh, ganz, ganz früh, nichts los. Und wir sind nämlich auf dem Weg nach Berlin. So, Signal, was ist mit dir? Warum bist du nicht grün? Abgelehnt. Das ist natürlich unvorteilhaft. Ah, da kommt ein Kollege. Da, auf den müssen wir warten. Vierundzwanzig. An diesem frühen Sonntagmorgen dürfen wir ausfahren und uns in Richtung Berlin aufmachen. So, befreien dürfen wir uns dann auch. Oh, schön hier bei Nacht durch diese ganzen, durch dieses Meer an roten Lichtern hindurch zu manövrieren, in der Hoffnung, dass keines dieser Lichter uns etwas signalisieren möchte.
Ich bleib mal lieber im Führerstand. Hier so früh morgens. Da weiß man ja nie, was einem nicht vielleicht begegnen könnte. Da bleiben wir mal lieber wachsam. Aber schön, oder? Ich bin, glaube ich, das erste Mal hier so in kompletter Dunkelheit, wenn es stockduster ist, auf München-Augsburg unterwegs. Und das mit den Lichtern, mit den Gebäuden drumherum sieht schon ganz cool aus. Ja, die heutige Fahrt wird auch ein bisschen informationsträchtiger, informationsschwangerer, was politische Abläufe angeht, beziehungsweise was die Institution der Bundesversammlung angeht. Heißt also, eventuell komme ich mal darüber ins Schwadronieren, während wir hier dann 130 freigegeben haben. Natürlich aber erst, wenn unser ganzer Zug an der Tafel vorbeigefahren ist. Aha, aktuell fahren wir 0 km/h. Der Bug hat sich echt, glaube ich, in nahezu alle Fahrzeuge eingeschlichen, kann das sein? So. Genau, die Bundesversammlung 2022 findet interessanterweise nicht im ehemaligen Reichstagsgebäude statt, wie es normalerweise der Fall ist, sondern im Paul-Löbe-Haus. Das ist so ein großes, ja, im Grunde genommen so eine Art Bürokomplex, das relativ nah des Bundestages bzw. des Reichstagsgebäudes ist. Und ist halt der pandemietechnischen Bedingungen geschuldet, sodass über mehrere Stockwerke getagt wird und entsprechende Sicherheitsabstände eingehalten werden können, da über 1000 Personen tatsächlich der Bundesversammlung angehören, nämlich einerseits alle Bundestagsabgeordneten, was über 700 sein müssten, und in gleicher Anzahl Delegierte von den jeweiligen Landesparlamenten. Das sind aber nicht unbedingt nur PolitikerInnen, sondern durchaus auch Menschen, die erstmal an sich nichts Wirkliches mit Politik zu tun haben, beziehungsweise nicht unbedingt an und für sich im Zeichen der Politik stehen. Da kommen wir auch gleich zu, wer da so unter anderem mit dabei ist. Es soll jedenfalls von der Mitgliedsstruktur vielleicht dann eher noch so ein Querschnitt durch den Alltag, beziehungsweise durch möglichst viele Bevölkerungsschichten aufzeigen. Und diese wählen dann den Bundespräsidenten, der ja selbst eine demokratische Institution ist. Und das ist ein recht spannender Prozess eigentlich. Aber da haben wir noch genug Zeit, das Ganze zu eruieren. Gucken wir jetzt erstmal, dass wir München-Pasing nicht vollkommen überfliegen. Da neige ich nämlich ganz gerne mal dazu, so, das war die 60er Einschränkung, schnell runter auf unter 85, wir wollen ja nicht so früh am Morgen eine Zwangsbremsung haben und die Delegierten aus dem Schlaf wecken oder auch unsere normalen Fahrgäste. So, wir fahren 60, können die AFB direkt runterstellen. S-Bahn. Schön, oder? So mitten in der Nacht Zug fahren. Oder am ganz, ganz frühen Morgen. Hat was. Und da vorne ist auch schon München-Pasing. Da machen wir noch auch einmal ganz kurz tatsächlich die Türen auf. Immerhin ist das nicht nur ein Zug, der
nur den Delegierten von Bayern gewidmet ist, sondern ja auch ganz normale Fahrgäste mitnehmen soll. Da soll es ja auch ein paar von geben, wenn auch nicht so viele an einem Sonntagmorgen um 5.50 Uhr. Wir erreichen Pasing mit einer Minute Verspätung. Und wir halten an. So, turn off. Sehr gut. Genau, nach Berlin, Gesundbrunnen, über Augsburg, Ulm, Stuttgart, Mannheim. Freiburg? Nee. Ergibt keinen Sinn, Freiburg. Frankfurt. Frankfurt. Ach ja, ICE fahren. Ein Traum. Immer wieder. In Realität, aber auch im TSW. Definitiv einer der wirklich hochwertigeren Fahrzeuge. Okay. Aus Bayern kommen insgesamt 115 Delegierte. Was nur noch getoppt wird von Nordrhein-Westfalen mit 156 Delegierten. Wir befreien uns. Achten darauf, dass wir nicht schneller als 60 fahren dürfen. AFB ist schon eingestellt. Ah, machen wir uns das Licht hier mal an. Das ist, glaube ich, ganz gemütlich, oder? Ja, doch. Ich finde nicht, dass es blendet. Machen wir es wieder aus. Ich finde es angenehmer so. Ab hier sind es dann 140. Sobald unser gesamter Zug dran vorbeigefahren ist, wir nehmen schon mal die Leistung zurück. Mit der AFB hoch auf die 140. So. Und langsam Leistung wieder hoch drauf. Nicht so viel auf einmal. Ja, interessant ist bei der Bundesversammlung unter anderem, wer da noch so mit dabei ist, wer unter anderem eingeladen worden ist, dort Delegierter oder Delegierte zu sein. Unter anderem Angela Merkel ist da ebenfalls mit dabei. Angela Merkel, die ja selbst weder Mitglied des Bundestags noch der Regierung ist, die keinerlei politischen oder auch parteilichen Ämter mehr bekleidet, wurde tatsächlich eingeladen, bei der Bundesversammlung mit dabei zu sein. Auch Edmund Stoiber, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident, wird ebenfalls im Paul-Löbe-Haus dabei sein.
von der CSU ins Rennen geschickt. Edmund Stoiber ist übrigens bei uns hier gerade im Zug. Hat noch der Fahrdienstleiter vorhin durchgesagt. Der ist nämlich auch hier in München eingestiegen. Auch von gesellschaftspolitischer Relevanz ist Özlem Türeci, die mit dabei sein wird in der Bundesversammlung. Die sitzt allerdings nicht in unserem Zug. Die kommt nämlich aus Mainz. Die sammeln wir heute leider nicht ein. Özlem Türeci ist die Unternehmerin und Wissenschaftlerin von BioNTech, die unter anderem den mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus miterfunden hat. Wurde dementsprechend von, ich meine, von der CDU, Quatsch, von den Grünen, wurden die dann eingeladen, beziehungsweise als Delegierte nominiert. Wer bei uns im Zug mit dabei ist, das ist einerseits die LZB, einmal den Hebel nach vorne und den Hebel nach vorne. Genau, wer unter anderem im Zug damit dabei ist, ist auch Hansi Flick und Leon Goretzka. Die beiden sitzen hier bei uns mit drin hinten, haben es sich gemütlich gemacht, sind ebenfalls Delegierte und dürfen den Bundespräsidenten oder auch die Bundespräsidentin wählen. Alexander Gerst ist mit dabei. Alexander Gerst, der ehemalige Raumfahrer, beziehungsweise der Raumfahrer Alexander Gerst. Klaas Häufer-Umlauf ist mit dabei. Klaas Häufer-Umlauf. Klaas von Joko und Klaas, wenn man es so möchte, wurde, meine ich, von der SPD als Delegierter benannt. Kommt ursprünglich aus Oldenburg. Allerdings war Klaas aufgrund von Dreharbeiten hier in München und sitzt jetzt gerade hier im Zug und fährt mit uns gemeinsam nach Berlin. Wer auch mit dabei ist, ist Marilyn Addo, die Infektologin und Ärztin aus dem Uniklinikum Hamburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist auch medial durchaus während der Pandemie immer und immer wieder im Fernsehen gewesen, hat auf sehr besondere und sehr kluge Art und Weise agiert und Interviews gegeben. Wer auch mit dabei ist, was vielleicht auch ganz interessant ist, das ist, Moment, gucken wir auf den Zug, dass hier auch alles in Ordnung läuft. 220 fahren wir jetzt gerade. So, hier vorbei an der S-Bahn links, ist das eine? Ich kann es nicht erkennen so recht. Genau, unter anderem ist auch mit dabei Sandra Ciesek, die Virologin, die ebenfalls immer wieder medial noch aufgetreten ist und auf sehr besondere Art und Weise geredet hat. Genauso auch Christian Drosten, ich glaube, zu dem muss ich auch nicht mehr so viel sagen. Einer der wichtigsten wissenschaftlichen Persönlichkeiten in Deutschland dieses Jahr mit Sicherheit.
so 230 dürfen wir jetzt weiterhin fahren. Achten wir darauf, dass die SIFA uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. 160 dann in irgendwann. Nancy Faeser ist zum Beispiel auch mit dabei, die Bundesinnenministerin, die aus Hessen kommt. Peter Fischer, der Präsident von Eintracht Frankfurt, witzigerweise auch, der wird auch noch in diesen Zug hier einsteigen, ab Frankfurt Flughafen Fernbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof. In einem dieser beiden Bahnhöfe wird er mit einsteigen und auch mit dabei sein. Ist auf jeden Fall interessant, ne, wenn man so, so mal die Liste durchgeht, wer da so mit dabei ist. Jetzt abgesehen von den PolitikerInnen, sondern auch mal geguckt, wer sonst noch so mit dabei ist. Maya Göpel. Maya Göpel ist eine der inspirierendsten Persönlichkeiten, die ich bisher überhaupt in irgendeiner Art und Weise kennenlernen durfte. Leider bisher nicht persönlich kennengelernt. Maya Göpel ist Transformationsforscherin, Politökonomin. Oh, hatten wir ganz kurz ein langes, langes Lag. Genau, Maya Göpel kann ich wärmstens empfehlen. Jedem ihre Vorträge, ihre Bücher. Der absolute Wahnsinn, Maya Göpel, einer der vielleicht faszinierendsten Forscherinnen oder mit einem der faszinierendsten Forschungsfelder überhaupt, weil es in extremster Form auch zukunftsgerichtet ist, Transformationsforschung. Nächsten S-Bahn-Station. LZB sagt nach wie vor, dass wir freie Fahrt haben. Aber ein langes, langer Nachladeruckler. Ricardo Lange ist mit dabei, Intensivpfleger, ebenfalls medial durchaus sehr interessante Auftritte, hat im Laufe der Pandemie auch immer wieder die Perspektive der Pflegekräfte sehr, sehr deutlich gemacht. Hat auch geschafft, die Menschen durchaus emotional auch mitzunehmen. Ist ebenfalls einer der Delegierten, der unseren Bundespräsidenten wählen darf.
Tanur ist mit dabei. Die Tanur ist einer der Kabarettisten, in Anführungszeichen Comedian, die ich persönlich jetzt nicht so nicht allzu sehr schätze, muss ich allerdings zugeben. Ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack. Sophie Passmann, eine wundervolle Autorin und Feministin, Moderatorin. Reyhan Şahin ist mit dabei, eine begnadete Linguistin, eine Frau vom Fach, wie die auf jeden Fall sehr, sehr hoch geschätzt wird in linguistischen Fachkreisen. Also mal schauen, ob die LZB uns hier automatisch runterbremst. Ich hoffe es doch sehr. Jawohl, das macht die LZB, sehr gut. Genau, und insgesamt wählen diese und noch viele, viele weitere Personen, das war jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt, werden dann an diesem heutigen Tage im Paul-Löbe-Haus in Berlin unseren Bundespräsidenten wählen. Insgesamt ist es so, dass die Kandidatinnen und Kandidaten in einem ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen müssen. Passiert dies nicht, gibt es einen zweiten Wahlgang, wo ebenfalls eine absolute Mehrheit vonnöten ist. Und wenn in diesem zweiten Wahlgang ebenfalls keiner der Kandidatinnen und Kandidaten eine absolute Mehrheit hat, gewinnt in einem dritten Wahlgang der Kandidat oder die Kandidatin mit einer relativen Mehrheit. Das heißt also einfach die Person, die am allermeisten Stimmen hat in diesem dritten Wahlgang. So, 150 sind erreicht. Und diese wählen dann den Bundespräsidenten. Und das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Frank-Walter Steinmeier sein, zum zweiten Mal. Einer der wenigen Bundespräsidenten. Na gut, also es gab halt nicht besonders viele Bundespräsidenten im Laufe der Geschichte, die ihre komplette Amtszeit durchgezogen haben. Sicherlich hat auch Frank-Walter Steinmeier das Amt des Bundespräsidenten im Vergleich zu seinen Vorgängern ein wenig aufgewertet und vielleicht dem Ganzen wieder diesen Stil gegeben, den der Bundespräsident dem Schloss Bellevue auch vielleicht geben sollte. Als Kanzlermacher hat er sich bewährt, damals bei den Koalitionsverhandlungen bzw. bei den Sondierungsgesprächen nach der Bundestagswahl 2017, wo er dann letztendlich gesagt hat, Leute, ungefähr 70% der Gesellschaft haben nicht die Ränder gewählt, ihr als Parteien habt diesen Auftrag, jetzt findet euch zusammen und bildet eine Regierung. Und das hat letztendlich dann geklappt. So haben sich dann zwei, die nicht wollten, die GroKo die haben sich dann zusammengefunden damals. Auf Druck des Bundespräsidenten. Also, da soll mir mal jemand nochmal sagen, dass der Bundespräsident keine Macht hätte. Als Kanzlermacher hat er sich bewährt. So. Wir haben uns zum Glück heute mal als Lokführer bewährt. Denn wir haben es geschafft, in Augsburg anzukommen. Und zwar das Ganze ohne Zwangsbremsung. Hier die Ankündigung auf 90. Und halt zu erwarten.
Und dann sind wir auch schon in Augsburg. Hier in Augsburg gehen wir dann unseren Sonderzug, beziehungsweise diesen Zug von besonderem Status einem Kollegen ab. Vor uns ist nämlich jetzt die Nachtschicht vorbei. Wir haben Feierabend. Das ist natürlich immer die Frage hier, welcher. Nicht, dass das hier vor allem bei uns dann gewidmet ist, aber das ist nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, wie man das in der Realität bei Nacht erkennen soll. Ja, so. Sonderfahrt für die Bundespräsidentenwahl 2022. Das war sie. Unser Kollege fährt jetzt gleich weiter bis nach Berlin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heute mal mit ziemlich wenig zum Thema Bahn, aber sehr viel zum Thema Politik. Aber das muss auch ab und an mal sein. Und wir kommen mit einer Minute Verspätung an. Das ist so in Ordnung. Lassen wir noch die letzten Meter ausrollen. Jawohl, wir stehen am Bahnsteig. Wie kriege ich denn nochmal diese Zielmarkierung hier weg? Das habe ich vergessen. Gab es doch irgendeinen Shortcut für? Muss ich mir nochmal angucken. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Zug hier von innen, so sieht er aus. Können sagen, mit der Kamera hier durchfliegen. Wahnsinn. Was steht hier? München-Pasing, Augsburg, Günzburg, Ulm, Eisenach, Gotha, Erfurt, Leipzig. Aha, okay. Augsburg, Günzburg, Ulm, Eisenach. Aha. Und was steht hier? Ulm, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt. Ich gehe mal davon aus, dass das mit irgendeiner Mod zu tun hat, dass hier von den Zielen her irgendwas anderes steht als hier. 692, ICE 692. Interessant, interessant, interessant. Es wird irgendeine Mod sein. Ich gehe mal davon aus, dass hier andere Ziele drinstehen als im Zug. Aber gut. Sei es, wie es sei. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.